dass das Miteinander in den Clubs eben auch, ja, dass es eben schult, also dass es irgendwie ein Miteinander uns beibringen kann, was wir vielleicht einfach gerade in einer Großstadt wie Berlin oder sowas auch schon mal aus den Augen verloren, also dass halt so keine Ahnung, Gender- und Rassenverständnisse und sowas eben auch aufgebrochen werden. Wobei ich bei dieser Gender-Geschichte nicht ganz so davon überzeugt bin, dass das so gut geklappt hat bisher. Ich glaube, da ist noch Nachholbedarf. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum ich das zum Beispiel auch mache. Also weil dadurch ist es ein Feld, mit dem man politisch arbeiten kann. Also wo man auch mit dem man politisch weitergehen kann, weil es eben dieses Verständnis gibt von ich habe eine soziale Einstellung oder ich bin politisch oder ich bin eher links oder dieses sehr schwammige, was viele Leute haben, dass man das vielleicht auch ein bisschen konkretisieren kann durch Aktionen, indem man ein Angebot schafft. Und also ich gehe das gebe ich auch gerne zu, auch sehr strategisch oft an, weil ich dann eben schon ein konkretes Ziel habe. Also auch jetzt die Party, die wir veranstalten, da geht es halt darum, den zurückliegenden Protest zu finanzieren. Es geht darum, Prozesskosten zusammenzukriegen von Leuten, die eben gekesselt und festgenommen wurden und alles Weitere. Und es geht auch darum, die anstehenden Proteste zu finanzieren. Also uns ist es sehr wichtig, erst Aktion und dann Soli-Party und nicht Party, um dann mal zu gucken, wie man das weitermacht. Mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte wäre, hängt damit zusammen, dass halt in der Feier- und Club-Szene eben großes politisches Potenzial besteht, zeigt sich hier für mich an dieser Podiumsdiskussion, weil ich habe schon an ziemlich vielen Diskussionen teilgenommen, oft als Gast, und es war selten so gut gefüllt wie heute. Und also ich bin auch ein bisschen überrascht und das nehme ich mal als ein sehr positives Zeichen mit, mein Fazit. Danke, Elli. Dann ist die Chana nun dran, als letzte der geladenen Gäste hier auf hoffentlich das letzte Mal auf einem Podium so stattgefundenen Mitternachtstalk. Ja, als Berufspolitikerin ist es natürlich für mich wirklich nochmal ganz spannend zu sehen, dass sowas funktioniert, also dass halt Politik und Spaß sich verträgt. Ich für mich selber kann ich auch sagen, das war eine Podiumsdiskussion, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich habe schon einige hinter mir, die nur halb so lustig waren. Und was für mich jetzt so in dem Zusammenhang nochmal feststeht, ist, es gibt auch eine Art Politik Light, also ein bisschen Politik, nicht gleich mit allem überschüttet werden, sondern vielleicht Fokussierung auf bestimmte Themen. Und was mir auch in der Diskussion nochmal so aufgefallen ist, ist, dass auch auf der Straße stehen oder tanzen eine politische Aussage sein kann. Dass eben man das mit organisieren muss, aber dass das eben auch eine ganz wesentliche politische Aussage sein kann, die ehrlicher ist vielleicht und tragfähiger als manches Plakat. Und dabei wünsche ich auch weiterhin viel Freude beim politischen Tanzen. Vielen Dank, Canan. Ich selber möchte jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Natürlich kann ich genauso wie auch hier meine Sitznachbarn nicht alles gleich irgendwie wiederkäuen. An der Stelle möchte ich aber sagen, dass auf 88.4 über studioansage.de könnt ihr euch da schlau gucken, wann dann irgendwann eben halt diese Aufnahmen, die wir heute gemacht haben von diesem Mitternachtstalk, eben halt auch ein Stück weit nochmal weiterverteilen aus diesen Räumen heraus. Also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es ganz wichtig ist, dass wir miteinander sprechen, auch in der Form, wie wir das heute getan haben, und würde auch gerne aus meiner Sicht sagen, und da frage ich jetzt ein letztes Mal das Publikum, was ihr davon haltet, dass ein Mitternachtstalk in der Form, aber bitte nicht wieder mit dem Podium, weiter stattfinden sollte. Was? Ja. 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 So. Einfach nur, super, ich mag das, die Mischung aus Party und bla bla. Gut. Das mögen viele Leute. Du kleiner Hallodri, ne? Ja. Und gerne mehr davon. Die Fusion zum Beispiel, das Festival, ist uns ein Vorbild.
die bringen alles zusammen und das können die Clubs in Berlin auch. Genau, da wollte ich nämlich jetzt auch nochmal bei meinem Fazit drauf zu sprechen kommen. Wir haben ganz klar eben halt auch gehört, dass neue Protestformen entstehen. Und eine der neuen Protestformen ist natürlich der Teil der Gesellschaft, nämlich der Spaßkultur oder die Spaßgesellschaft, die nicht so unpolitisch daherkommt, wie man eben halt da draußen auch schnell vermuten mag. Das Ganze ist heutzutage natürlich auch einfach, weil wir die sozialen Foren im Internet haben, wie zum Beispiel Facebook, und um jetzt nur eins genannt zu haben. Und ich möchte gerne mit den Worten abschließen, die ein Zitat, was hier jetzt schon zweimal gefallen ist, nämlich das von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir werden uns demnächst wiedersehen in neuer Runde zu ähnlichen Themen, und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dieser Party. Und danke an unsere Moderation, Carola.